Oh, moin moin, herzlich willkommen liebe Leute, neue Runde Medieval Dynasty. Ja, gerade so ein bisschen am Fleischbraten. Man kann das leider in dem Spiel, muss man immer dabei bleiben. Man kann das jetzt nicht ins Feuer legen, später wieder abholen und sich freuen, dass man hier Fleisch abholt. Ich habe jetzt gesagt, 30 Stück wollen wir braten, 21 haben wir schon gebraten. Denn ich möchte ein paar tollere Mahlzeiten herstellen und nach Möglichkeit die Mahlzeiten im Dorf wegen Talers verkaufen. Ob das klappt, ja oder nein, weiß ich noch nicht so genau. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt unseren Heini da oben mit Wasser... irgendwie brauchen wir wahrscheinlich so eine Flasche tatsächlich. Diese Feldflasche, die ich letztens im Dorf verkauft habe. Vielleicht hätten wir die irgendwie gebraucht. Oder vielleicht muss ich selber im Brunnen ein bisschen was organisieren. Ich weiß es nicht. So, hier können wir kochen und das möchte ich machen. Zwiebeln, immer 3 Stück. Eingebratenes Fleisch und ein Holzteller. Also brauchen gerne 18 Holzteller. So, vorübergehendes Essen, wo wir wissen, was wir im nächsten Schritt brauchen, was uns jetzt natürlich aber die Taschen zu sehr voll macht. Und einmal die Zwiebeln. Weidenkisten, dass ich das auch noch mit rumschleppe. Das kommt hier auch erstmal rein. Das sind 3 Kilo, die wir... Und die Weinflasche auch. So, Holzschalen habe ich auch alle auf Tasche. Die brauchen wir gleich für die Suppen. Und hier ist das ganze Fleisch. So, gut. Es wird ein bisschen dauern, ne? Dieses Crafting hier, das ist natürlich je nachdem. Es gibt so einen Button, dass man das auch nachher beschleunigen kann. Ich finde es aber auch zu Beginn... Warte mal. Auch gar nicht so schlimm. Das ist halt zwischendurch ein bisschen dauert, ne? Einmal mit Wasser in seine Hütte oder einen Trinkschlauch und wieder später auffüllen. Die Hütte ist ganz woanders. Der wohnt ja gar nicht hier bei uns. Der wohnt in der Nähe von einer anderen Siedlung. Den müsste ich irgendwie nach Eimer craften wahrscheinlich. In der Werkstatt kann ich das bestimmt, ne? Und da mit Wasser auffüllen. Kann ich das nicht, wenn ich das ins Materiallager stelle? Oh, danke für den Tipp. Oh ne, Quatsch, erstmal ein paar Teller bauen. So, hier Holzteller 5 Stück. Ja, können wir gleich alle herstellen. Das geht schnell. Ein bisschen dunkel hier, ich weiß. Ich weiß auch noch nicht, ob wir hier auch überall so Fackeln anbringen können, so Lichter. So, oder wenn wir nur die Fackel haben, die wir auf Tasche haben. Ich weiß es doch. So, wir schlafen, glaube ich, einfach irgendwann ein. Ansonsten würde ich jetzt noch ein bisschen was hier kochen wollen. Jetzt haben wir nämlich doch das Material. Jetzt nehme ich mir natürlich wieder das gebratene Fleisch hier raus. Nehmen die Zwiebeln hier raus. Und dann sehen wir und hoffen, dass wir gleich wieder 100% Mahlzeiten haben. Ne? So, hier. Mehr herstellen. Maximum. Ach, 6 Stück noch. Ich habe viel zu viele Teller gemacht. Und dunkel, ne? Fleisch mit Soße. Ich bin gespannt, was so eine Mahlzeit wert ist. Bei Fleisch haben wir gesagt, oder haben wir nicht gesagt, haben wir gerade eben gesehen, kriegen wir ziemlich schnell. In der letzten Folge eher gesagt, ne? 2 Rehe, 30 Stück Fleisch. Finde ich aber auch gut. Gibt ja auch ordentlich Fleisch raus. Da sind einige andere Spiele immer ein bisschen sparsam. Ne? Wenn man ein Reh erlegt, gibt es irgendwie 2 Fleisch vielleicht oder so. In Wirklichkeit so ein ganzes Reh. Haben wir schon ein paar Tage von Essen so ungefähr. Ne? Ja, das andere können wir noch nicht machen. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Fleisch gebraten. Aber wir brauchen wahrscheinlich auch selber später noch was hier. Fleisch mit Soße sind 40 wert. Da ist einem jetzt noch nicht so vom Hocker. Ne? Gar nicht, ehrlich gesagt. Sättigt zu 30 Nahrung, 10 Wasser ist das immerhin. Das kann ich aber jetzt auch für meine Arbeiter, wenn ich jetzt mal hier ein guter Dorf her sein will, lege ich davon jetzt einfach was in die Truhe oder was und dann ist es nachher weniger.
Dadurch kriegt er doch auch trinken eigentlich. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, ne? So, das gebratene Fleisch kann hier mit rein. Und wir schlafen wieder bis zum nächsten Tag. Wir haben auch leicht im Winter was zu tun. Der letzte Part Winter, dann sind wir im Frühling. Ich freue mich. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Energie getankt. Insgesamt geht es aber nicht so richtig gut. Wir müssen dann wirklich am heutigen Ingame-Tag ein bisschen darauf achten, nicht noch mehr sinnlos Energie zu verlieren. Na, guck mal, unser Bedarf oben ist weg. Hoffentlich stillt er seinen Durst jetzt nicht mit dem Essen der, ne? Da glaube ich drei eingegönnt. Ich glaube, er hat sich einen gegönnt, oder? Naja, sei es ihm gegönnt. So, ich würde sagen, wir versuchen heute noch die Kräuter bitte fertig zu bauen und gucken mal, ob der Kollege uns ein bisschen Holz organisiert hat. Dafür wird er ja bezahlt. Dafür darf er essen, sagen wir es eher so. Aber nicht besonders erfolgreich Holz organisiert. Dann bauen wir das. Ich würde sagen, wir können auch echt gut nochmal mehr Rehe jagen und dann eben noch von den anderen Zeugs herstellen. Okay. Ein, zwei, drei Stück brauchen wir noch. Mit so einem kleinen Baum hier müsste dann der Fleisch schon reichen. Kein Materiallager nicht hin. Oder? Ach doch, wir frieren gleich wieder. Da können wir gleich mal vorbeigucken, ob er was im Materiallager reingelegt hat. Das Problem ist, er läuft natürlich einen halben Tag, bis er hier anfängt zu arbeiten. Wir brauchen halt dringend auch mehr Häuser. Sowieso das Ziel, dass wir 15 Häuser hier haben. Ja, Hütten, was auch immer. Ach, hier ist ein Fass. Hier kann man Wasser. Nicht, dass hier auch noch wieder irgendwas ist. Noch gar nicht gesehen. Und Schacht verwenden. Ach, dann trinke ich. Trinkschlauch mit Wasser füllen oder einen Eimer mit Wasser füllen. Okay. Ja, Kräuter. Fertig, unsere Kräuterhütte. Hier haben wir einen Kräutertisch, Stärkungstränke. Oh Gott, oh Gott. Da fehlt uns teilweise super viel Technologie. Aber einige Schemas können wir auch schon kaufen. Ein Ausdauertrank zum Beispiel. Da braucht man natürlich die Getränkeflasche. Man braucht Wegwarte, man braucht Löwenzahn, man braucht einen Eimer mit Wasser. Sattmachertrank. Trinktrank. Gewichtstrank. Das ist mit dem besseren Tragen, ne? Mohnsamen. Ilsenkraut. Und Eimer mit Wasser. Temperaturtrank. Ja gut, im Winter manchmal gar nicht so verkehrt. Ne? Und ein Stärketrank. Andere Tränke. Nachtsichttrank. Gift. Tarntrank. Trank der unbegrenzten Möglichkeiten. Heiltränke.
Heiltrank. Weitere Löwenzahn. Ja, ich brauche mehr Geld, aber da warten wir natürlich auf unsere Weizenernten, dass wir dann generell im Bereich Landwirtschaft hier uns vergrößern. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, ob der Heini im Materiallager Holz reingebracht hat. Aber das macht er doch, wie gesagt, glaube ich ja nicht hierhin, oder? Riesiges Gebäude, nur eine Truhe. Doch, hier sind Holzstämme, 3 Stück. Nice. Also gut, also ich... Nervt natürlich echt so ein bisschen. Dass ich noch keinen eigenen Bogen herstellen kann. Meine, klar, die Story sagt uns, wir können auch irgendwo einen Bogen kaufen. Aber wir kommen eh noch nicht so richtig gut rum auf der Insel, ne? Oder hier auf der Map. So. Ach, da war eins. Ich würde sagen, wir müssen noch mal ein bisschen Tiere jagen. Ach, Stangen. Ja, eigentlich nicht nur die, obwohl das ist, glaube ich, dem Spiel egal, ne? Juhu, wir haben ihn wieder aufgesammelt. Haben wir schon besser getroffen? Was kommt da denn angerannt? Was ein Fuchs, der jetzt unser angeschossenes Hirsch ich jagt. Dorfbewohner von wilden Tieren angegriffen werden. Das Tier hat ein Revier verlassen. Oh, wir frieren schon wieder. Schlecht, wir können uns frieren nicht erlauben. Echt, ne? Einmal komplett schon da rumgelaufen, jetzt wieder zurück. Ich hab doch eine Fackel. Dann machen wir gleich noch den Kram aus der Scheune. Der andere ist auch abgeprallt, da muss man echt genau gucken, ne? Sonst verlieren wir zu viele Holzbolzen. Müssen wir eh mal gucken, wie wir neue machen. Aber lieber ich werde es jetzt los, hier bei der Jagd, als später, ne? So, es reicht erstmal, um wieder den ganzen Schwung Kohl zu kochen. Kohlsuppe, Fleisch, ein Nagel. Ja, das ist unsere Arbeit da hinten.
Ja, praktisch, wenn er direkt neben seiner Hütte wohnen würde, ne? Aber da hätten noch ein kleines Haus errichten daneben. So, welches war das? Breitwierig, oder? Wiesenkraut. Das wiegt ja alles nichts, ne? Gänseblümchen, das kommt jetzt alles in die Kräutertante da. Johanniskraut. Das gehört alles hier hin, Löwenzahn nicht. Und Wegwarte kommt auch noch mit rein. Alles andere ist aber irgendwas Landwirtschaftliches. Also bei Kraut macht es auch. Fliege macht einen echt wirre, ne? Irgendwie hat man leider keine Fliegenklatsche hier. Soll ich jetzt auf die Jagd gehen, ne? So, Bösenkraut, alles hier rein. Breitwegerichter, essen wir erstmal ein bisschen was von, damit wir uns ein bisschen besser erholen. Klatsche? Oh, schade. Dich nervt. So. Essen. Ja, ich will jetzt nicht komplett hier alles von dem Zeugs verbrauchen. Weil wir erholen uns ja auch so oder so wieder über Nacht. Fleisch haben wir auf Tasche. Müssen wir zum Nahrungsmittellager. Obwohl, ja, dann können wir wieder nicht laufen, ne? Das ist auch schon mal 5 Kilo Steine auf Tasche, kein Wunder. Es kann doch nicht sein, dass wir so schwer schon wieder sind, aber wir haben 5 Kilo Stein, was wir mitschleppen. Jetzt können wir auch Kohl holen aus dem Nahrungsmittellager. Oh, es ist nur noch ein Fleisch. Der haut doch mal rein hier. Dann hast du aber auch jetzt hier Holz ranzuholen, ne? Wenn er hier die ganze Zeit Fleisch mit Soße sich reinzimmert. Dann erwarten wir aber auch Gegenleistung in Form von viel Holz. Dem Materiallager. Oh ja. Glück. Nice. Funktioniert. Das ist in Ordnung. Dann kriegt er Fleisch mit Soße. Wenn er so viel Holz ranholt, ist in Ordnung. So. Wir brauchen mal die ganzen Holzschalen. Was geben wir hier wieder in Auftrag? Wir kochen Suppe. Was fehlt uns? Ich habe das ganze Fleisch hier reingetan, ne? Aber wir müssen uns nicht bewegen, wir stehen hier einfach mit 51 Kilo Essen und geben jetzt... Ach Mist, ich habe nur einen in Auftrag gegeben. Ich wollte viele in Auftrag geben. Weil die Kohlsuppe dauert ein bisschen, ne? Und wir können jetzt herstellen maximal 10 Stück. Wird jetzt eine Minute dauern. Das passt also ganz gut, dass ich jetzt einmal Pause mache zwischen den Folgen, ne? Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.